Herzlich willkommen hier bei SYTV EM Special. Heute mit dem Gast, Fabio Gianformaggio. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Ja, Fabio, du spielst Einrad. Und erzähl mal, welchem Verein bist du und wie bist du dazu gekommen, das überhaupt zu machen? Also ich spiele Einrad Hockey und ich spiele im Verein Emmenbrück, der Einrad Club Emmenbrück. Okay. Und ich bin dazu gekommen, ja, ich war etwa 12 und habe dann mal auf Einrad gefahren. Und dann haben wir mal so mit der Trainerin etwas anderes probiert. Und dann hat sie uns mal einen Hockeystock in die Finger gedrückt und dann hat es geheißen, spiel das Hockey. Und so haben wir nachher den Sport entdeckt. Das ist super. Also, du kommst schon nicht gerade von Emmenbrück selber. Hast du vorher das durch in die Region gemacht oder so? Also, genau. Ja. Ich habe zuerst Recherswil gespielt, ja. Und dann ist das quasi ein Transfer, den du jetzt auf Emmenbrück gemacht hast? Genau, ja. Ist das ist dort irgendwie der Verein kommerziell erfolgreicher oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, spielerisch sind sie besser und ja, sie unterstützen ein bisschen mehr. Okay. Genau. Jetzt, du bist sportlerorientierter. Okay, jetzt bist du an der IM. Mit der Schweiz, oder? Genau, der Nationalmannschaft. Genau, und die Schweizer Nazi gehört ja zu den Besten auf der Welt. Genau. In diesem Sportbereich. Wie ist das eigentlich, quasi zu der Weltelite zu gehören, im Einrad? Ja, das ist ein super Gefühl, ja. Schon schön. Und trainiert ihr auch hier regelmässig? Wie ist das als Training unter der Woche? Wie lange trainierst du hier? Ich trainiere mit den Mannschaftsleuten am Freitag, eine Woche, und auch am Sonntag, zusammen mit Brück selber. Ja. Und sonst trainiere ich in der Nazi einmal im Monat circa. Du hast hier einmal im Monat trainieren? Genau. Hättet ihr natürlich auch viele Fans? Bekommst du da viele Fanpost? Nein, gar nicht. Das ist zu wenig. Zu wenig populär. Zu wenig populär, ja. Warum ist das gerade so? Ich meine, ich habe auch gelesen, in Japan beispielsweise, dort ist es ja ziemlich populär, oder? Ja. Warum ist das in der Schweiz nicht so populär, obwohl eigentlich die Schweiz wirklich zu der Weltspitze gehört? Das kann ich nicht beantworten. Es ist einfach nicht so, ja, da schaut man auch die Shooten und die Eishockey und dort ist halt das eine Kunst, wo man halt anders anschaut. Okay. Wie ist die Qualifikation genau verlaufen für die EM? Wie ist das genau gegangen du jetzt? Ja gut, wirklich Qualifikation gibt es nicht. Das ist einfach, du tust dich anmelden im A- oder B-Kategorie. Mhm. Und ja, wirst einfach dort spielen. Aber meistens die sich die Guten im A anmelden und die wissen, dass sie nicht so gut sind, im B anmelden. Weil die wissen ganz genau, wer sich im A anmeldet und nichts kann. Der geht gerade raus. Also, ja. Ja, da gibt es dann zu lange da natürlich verschiedene Disziplinen. Genau, ja. Wie kann man sich die Disziplinen vorstellen? Jetzt für die Fans, die natürlich nicht alle gerade wissen, was das ist, ein EM auf Einrad. Also es ist ja so, da hat man Freestyle. Freestyle ist eigentlich sozusagen, die machen Kür, so wie Eiskunstlaufen. Ja. Da hat es Cross-Country und Uphill, Downhill, Street und so Sachen, das ist mehr, ja, eben Uphill, Downhill wie im Velofahren und Street eben wie beim Skaten, kann man es vergleichen. Mhm. Und dann hat es Rennen, 100 Meter, 200 Meter, 400, 800 Meter und ja, und dann kommt das Hockey. Okay. Es gibt noch mehr Disziplinen, aber die macht man eher nicht, weil nicht so viele Leute kommen. Okay. Und wie ist jetzt entschieden worden, dass die Schweiz das dort austragen? Weißt du das gerade? Oh, das weiß ich nicht. Also, das ist wahrscheinlich bin ich befragt. Wenn du dich vorbereitest so für einen Match, ich meine, du gehörst ja, du hast das Einrad, das dazugehört, gleichzeitig natürlich noch einen Stock. Gibt es da auch speziell, ist das der gleiche Stock wie zum Beispiel jetzt im Uni-Hockey? Oder ist das ein spezieller Stock? Eishockey-Schläger. Ah, das ist Eishockey-Schläger. Genau. Und zum Beispiel jetzt beim Reifen oder so, das ist natürlich immer der Luftdruck, der muss stimmen. Genau, da von Halle zu Halleboden, da man den anpassen. Ja. Okay.
Weicher Boden mehr Luft und härter Boden weniger Luft, ja. Also muss man selber ein richtiger Spezialist sein, oder? Ich meine, du hast nicht sehr viele Leute, die dich die ganze Zeit immer berät, oder? Da muss man selber das Gespür entwickeln. Nein, das tun wir selber eigentlich untereinander im Team sagen, hey, du hast ein bisschen mehr Luft drin, ein bisschen weniger und so weiter, ja. Genau. Und euer Coach, also das ist ja natürlich auch, du bist ja natürlich, gibt es bestimmt eine grössere Auswahl an Spielern, oder hier in der Schweiz. Wie tut der Coach oder der Verband entscheiden, wer jetzt genau ins Aufgebot kommt und wer nicht? Bei den Nazi-Training werden wir sozusagen gegeneinander spielen. Mhm. Und dann heisst es einfach die Besten, dass ich im ersten Kader, dann haben wir das 2 und das 3. Ja. Und anhand von den Leistungen tut man nachher Spieler vermitteln. Ja. Das heisst, wie sieht das genau auf dem Feld nachher aus? Du spielst wie viel, spielst du gegen wie viel und Positionen, wie gibt es dir im Einrad? Also eigentlich ist es 5 gegen 5. Ja. Es gibt keine Goalie, eigentlich. Aber wir haben einen gleichen Goalie raus. Der hat aber keine Rechte, also keine speziellen Rechte als die Feldspieler. Und da ist es einfach sozusagen 4 gegen 4, ja. Schlussendlich mit dem Goalie. Also mit dem Goalie 5. So, und wie lange geht denn so eine Halbzeit? An der EM ist es zwischen 10 bis 20 Minuten. Es mhm. kommt immer darauf an, von Veranstalter zu Veranstalter. Ja. Jetzt in der Schweiz sollte es 10 mal 20 Minuten sein. 10 mal 20 Minuten. Genau. Das ist ja immer so bewundernswert, wenn man die Leute sieht, wenn sie auf einem Rad das Ganze veranstalten. Wie lange hast du zum Beispiel gehabt, das zu erlernen, auf einem Rad können zu fahren? Ja, als 12-Jähriger ist das schnell. In einem Monat ist es so ein bisschen die Basics. Ja. Gut, schneller. Kann man das in einem fortgeschrittenen Alter jetzt noch erlernen? Jetzt beispielsweise? Kann man auf jeden Fall erlernen, braucht einfach länger. Ja. Weil, ja, man hat auch nicht so viel Überwindung. Also man braucht mehr Überwindung. Ja. Und wenn jetzt, sagen wir jetzt mal, der Gegner. Also kann man hier beim Wechsel, gibt es hier jetzt beispielsweise einen freien Wechsel oder ist das wie im Fußball, wo man sich bei einem Schiedsrichter anmelden muss und dann gibt es immer einen Wechsel? Das ist ein freier Wechsel, ja. Ist ein freier Wechsel. Der eine geht raus und der andere rein, ja. Mhm. Ja, wie schätzt du deine Chance jetzt für die EM dieses Jahr? Ja, was soll ich sagen? Es ist 50 zu 50, die Deutschen sind etwa gleich stark wie wir. Ja. Ja, es ist 50 zu 50. Wer ist denn so der Hauptfavorit dieses Jahr? Ja, ich würde sagen, wir, weil mit dem WM-Titel wir sind im WM-Titel verteidigen und sehr wahrscheinlich mehr. Also, wir haben nicht sicher. Ja, mehr oder Bugalos von Deutschland, ja. Ja, dann hoffen wir doch, dass das gut kommt, Fabio. Und sonst, wenn du irgendwie noch Werbung machen willst für dein Team oder so, kannst du noch kaum etwas sagen. Ja, ich kann mal schauen und kann fähnen, wäre noch cool. Es ist doch sicher etwas. Auf jeden Fall haben wir das gefreut hier, Fabio. Merci vielmals, dass du gekommen bist. Merci vielmals. Und ja, toi 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 für die EM.